Guten Tag, liebe Kinozuschauer hier in diesem Kino. Oder besser gesagt, guten Abend, denn wir haben ja jetzt schon nach 18 Uhr. Ich möchte nun einen Film vorstellen, der für mich einiges bewegt hat in meiner Arbeit. Und zwar den Film Limelight von und mit Charlie Chaplin und vor allen Dingen auch mit Buster Keaton. Denn die Stelle, die ich jetzt meine in diesem Film, beinhaltet einen gemeinsamen Auftritt auf der Bühne dieser beiden Superkomiker. Buster Keaton spielt Klavier, aber in dem Klavier, da sind anstatt Saiten, das sieht aus wie Stacheldraht. Und dem fallen immer die Notenblätter hin. Also er kommt eigentlich gar nicht zum Spielen. Und Charlie Chaplin spielt Geige. Dabei ist sein linkes Bein wie aus Gummi und hängt wieder runter auf die Erde. Dann haut er da drauf, dann steht er damit und dann rutscht das wieder hoch in die Hose rein. Und das ist so absurd und so verrückt, dass mich das auch beflügelt hat. Manchmal denke ich dran, wenn ich auftrete auf der Bühne, dann denke ich an diese Szene und dann denke ich, jetzt muss ich irgendwas mit dem Bein machen. Ja, viel Spaß bei Limelight von und mit Charlie Chaplin.